willkommen zu einer weiteren Folge Imperial Galactic Survival mit am Start der Roro. Ja, hallöchen. Und der Fander. Ejo. Man ist ganz kurz weg, wird man schon mal eingebuddelt. Hä? Wie? Eingebuddelt? Was? Ja. Wo bist denn du? Hier. Was? Wo ist denn der geblieben? Hier unten. Hast du dich da eingebuddelt? Oh. Wann hast du das gemacht? Wie hast du das hingekriegt? Man ist ganz kurz weg, ja. Und schon wird man richtig voll eingebuddelt. Hä? Da war doch gerade ein Erdrutsch. Ja, Erdrutsch. Mindestens. Klar. Da war bestimmt eine Gasblase drunter. Gasblase? Hm? Tja. Methan und so, weißt du? Hm. Eure Fantasien, ja. Echt. Was ist denn mit den Fantasien? Ja. So, ich bin da draußen. Baust endlich weiter Welt ab? Mach ich schon die ganze Zeit, du. Statt dich im Loch zu vergraben. Nur Dummheiten, ich hätte hier. Wer? Na, ihr beiden. Hä? Nein? Ja. Müssen wir was essen hier langsam. Nur fressen, der Kerl. Ja, buddelt sich ein und denkt nur ans Essen. Wer viel Arbeit muss auf hier fressen. Ein Wunder, dass er nicht im Loch gefressen hat. Ja, ne? Das hätte ich auch mal. Wo es keiner sieht. Ja. Ich hätte auch warten können. Ich kann lang. Du hungerst, ne? Weil ich kann lang warten. Ja. Hätten wir nicht gewusst, dass du da unten bist. Wir wollten das ja alles wieder zuschütten. Was? Dann kannst du aber sagen, du warst verschüttet. Lange und sehr tief. Das war ich schon mal. Vor ein paar Folgen. Wo ich mich selber eingeschüttet habe. Also was heißt eingeschüttet? Eingegraben. Da wollte ich mich hochgraben und dann hast du gesagt, irgendwann da hätte ich auch wieder hochbuddeln können. Also ich buddle hoch. Ja, wie war das noch letztens, wo ich dich versehentlich eingemauert habe? Weil du in der Ecke rumgelaufen bist, nicht zubauen du wollte? Du hast eine Wand gezogen, du hast da was freigelassen, ich bin da durch. Die Blöcke sind nicht durchsichtig, wenn ich die setze, also habe ich dich nicht dahinter gesehen. Da hast du mich nicht gesehen, wie ich da langgelaufen bin? Nein. Wie gesagt, die Blöcke sind blau, aber nicht durchsichtig. Ich wollte noch ein bisschen. Ich kann nicht sehen, was dahinter ist, wenn ich die setze. Ich wollte ein bisschen Gestein abmachen und dreh mich um. Doch gar nicht mehr. Ja, ich dachte, das guckt dann noch durch. Aber dann kann man es immer noch wegmachen. Ja, ich wollte es auch schon vorher wegmachen. Weil ich einmal dabei war. Und dann war ich schon. Ja. Dann hast du ja schon nur noch eine Wand gesehen. Ja. Wand und viel Gestein. Gestein. Was? D-Stein? G-Stein. G-Stein. G. Der Stein, der geht. No, genau. Okay, Stein. Also nicht gay. Gay? Nee, G-E-H, nicht G-A-Y. Okay. Oh, Leute. Wird ähnlich ausgesprochen, hat aber völlig verschiedene Bedeutung. Ja, deswegen hab ich ja nachgefragt. G-Stein, ne? Genau. Ach, da muss ich ja jetzt an die eine Szene aus Road Rovers denken. Wo, auch schon mit allen. Wo der eine meint, keine Ahnung, irgendwie, der eine gibt dem anderen was und er so, no tanks. Tanks und Fangs ist ja ähnlich. Also Tanks, Panzer und Fangs, danke, klingt ähnlich im Englischen und er so, nee, behalt es ruhig. No tanks, behalt es. No tanks! Behalt es doch, was ist denn los mit dir? Und auf einmal bricht ein Panzer durch die Wasser. Und so, oh, tanks! Aber ich so, die ganze Zeit, tanks. Aber wie das auch kam, ich so, was? Das war so geil.
Ach, schade, dass die Serie nicht auf kaum auf Deutsch zu sehen ist. Ja, es gibt schon schöne Serien. Ja, besonders so ältere Serien. Ja. Früher waren die Zeichentrickserien wenigstens noch anständig. Wisst ihr, was ich mir gern mal wieder angucken würde? Ritter der Kokosnuss. Oh. Oh ja. Das war auch nicht schlecht. Das war ja auch total witzig. Ja, früher waren die Witze halt noch gut. Da wurde sich halt richtig Gedanken gemacht. Mit den Kokosnüssen als Pferde so. Ja. Ich hab die Sachsen das Angeln beigebracht. Jetzt heißen sie Angelsachsen. Das war schon gut. Oder die Ritter, die nie sagen, ne? Ja, hallo. Sag niemals nie. Nie. Okay, Ritter vom nassen Knie. Genau. Oder dieser schwarze Ritter. Ja. Der an der Brücke stand, erst hackt er den Spain ab. Ach, ist doch nur ein Fleischhunde. Oder wir ein Katzer. Müssen wir kämpfen. Ich spuck dir ins Gesicht. Genau. Wo der dann keine Arme und keine Beine mehr hat, wo der sagte dann, ey, komm zurück, dann spiel ich mit einem Sack Fußball. Das ist auch richtig trockener Humor. Ungefähr meine Kragenweite von den Sprüchen her. Spiel ich mit deinem Sack Fußball. Also, da hängt doch da ohne Arme und ohne Beine, wie wir mit dem Sack Fußball spielen, ne? Ungefähr genau so. Ich habe mich auch an den einen Spruch von einem meiner Charaktere aus meinem Roman, ey. Hör mal zu, du Vogelscheuche. Ich klatsch dich gleich als formlose Masse an die Wand, wenn du so weitermachst. Also mach den Kopf zu, sonst ist er ab. Vor allen Dingen als formlose Masse an die Wand klatscht. Das muss man sich mal vorstellen. Was glaubt denn, dürften wir hier gleich leer haben? Gleich ist alles alle. Ja, bisschen noch. Was brauchen wir denn noch? Außer Eis? Zeug. Ja, toll. Zeug. Kommt drauf an, wie weit wir jetzt mit dem Kobalt kommen. Dann bräuchten wir noch Satium bauen. Auch noch. Und Eis. Das müssten wir aber noch haben. Satium bin ich mir jetzt nicht sicher. Doch, also Satium war da in einem Container. Ich weiß auch nicht mal welchen. Da war noch genug. Müssen wir nochmal in der Base gucken. In der Base oder auf dem Schiff? In irgendeinem Schiff. Hier kommt es drauf an, wie viel wir von dem Bahn rausbekommen. Na, wir können ja dann mal schauen. Also. Weil Kobalt brauchen wir. Also Kobalt habe ich jetzt. 1620. Also Kobalt habe ich jetzt 1250 mindestens. Mal sehen, was man hier alles rauskriegt. Müssen wir mal gucken, was wir da wieder die Raffinierungsrate ist. Ansonsten, wir haben ja noch ein Erzvorkommen hier. Ja, Kobalt haben wir genug. Eisenmangel. Ja, zwei Erzvorkommen, also zweimal Kobalt haben wir hier. Das ist jetzt der eine. Die andere ist, glaube ich, ja auch irgendwo in der Nähe. Die waren nicht so sehr weit weg. Satium, wo hatten wir eigentlich Satium herbekommen? Satium, aus dem Asteroidengürtel. Oh. Da wäre jetzt so ein Mining-Schiff nicht schlecht, ey. Muss ich mal gucken, ob ich das Mining-Schiff fertig kriege. Wieso? Dann fliegt man mit unseren Großen, da ist doch der Bohrer dran. Ja, aber da ist eben nur einer dran. An dem Mining-Schiff, das ich gebaut habe, wären zwei dran. Und wenn wir den von unserem einen Schiff abbauen, haben wir sogar drei. Da können wir zu dritt lasern. Dreier machen. Hey. Roro ist in der Mitte, der hat Geburtstag. Was? Nee.
Ist im Pelikon noch was zu essen? Ich hab nichts mehr. Ich hätte noch ein paar Konserven. Ich hab noch zwei. Wie fährst du, Santa? Hier, vier Stücke. Ich hab immer 20 dabei. Was? Ja, hey, lieber haben und nicht brauchen, als das brauchen wir nicht. Das hält aber auch ewig an. Smoker, hier! Hier liegt Fressen. Da, ach, da hinten bist du. Natürlich. Hab dich nicht gesehen. Blind oder wär's? Ich mach hier voll die Lasershow. Lasershow? Ja, wenigstens hast du einen blauen Laser jetzt. Kein grün. Ich bin immer blau. Ach, jetzt kommt die jetzt kommt's raus. Das wird jetzt noch hängen. Hab ich kein Problem mit. Bin ich völlig in Ordnung. Und ich hab's auf Video. Mir geht's völlig in Ordnung. Ich hab's auf Video, ich kann's dir mal abspielen. Oh. Ja, scheißegal. Jetzt ist der Roro glücklich. Mir scheißegal. Leber und Milz per Simmernpilz. Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Trink mal doch ein Tröpfchen. Börne holen, mehr Platz für Alkohol. Ja, ich leg mein Geld in Bier an, dann weiß ich ganz genau, dann steigt doch die Rendite und die Promille stimmen auch. So ungefähr. Da haben wir doch gleich alles. Ja, hab viel ist nicht mehr. Ja. Oh, ist noch der kleine Rest hier. Also, es wird schon kleiner. Es wird schon kleiner. Ich mach hier schon mal einen ganz zeiten Rand. Irgendwie. Du bist auch nur am Rand, wa? Randgruppe. Hab ich auch gerade gedacht. Ich war gerade am Überlegen, wie ich es einbauen soll. Irgendwie von der. Ja, scheiße, jetzt ist die Pointe schon wieder weg, ey. Pointenmörder! Na und? Mit der Gänger. Oh, hier ist ja schon der Boden. Was sagt? So. Wer will nicht? Wer will nicht? Der Zipfel. Ja, manche Zipfel, da kannst du. Ja. Ja, da haben Smoker und ich gerade gemeinsam drauf eingelasert und der wollte nicht. Da ist noch Zippel, da ist noch Zippel. Jetzt ist er weg. Da sind noch ein paar mehr Zippel. Die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder hoch? Du hast doch ein Loch gemacht. Ach, du. Ja. Das ist ein Stück. Ja, ne? Da oben. Hüpf. 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 Das ist mein Jetpack, alle. Hüpf. Hüpf. Oh. Hüpf. Ui, ui, ui. Hüpf. Komm. Kämpf, kämpf, kämpf. Jetpack, Jetpack. Hüpf. Jetpack. Ich beiß mich in die Kante. Komm, lade dich auf. Erster. Oh, nee. Nein. Haha, ich bin Erster. Oh, ich bin oben. Oh, nee. Aufladen, 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 los. Ups, nein. Ups. Jetzt bin ich draußen. Oh. Du hast es geschafft. Das war aber knappig. So, 1020 Kobalt haben wir schon jetzt hier zusammen. In wo haben wir es denn? Dicks drin machen oder was? Ich hab ja immer gleich alles in den Fabrikator geschmissen. 1, 2, 3, 4, ja, genug. Also über 4000.
fast 5er. Ja, haben wir es ja fast zusammen. Hör dich mal. Was ist, ich hab hier noch auf Fleisch. Kühlschrank, Kühlschrank. Ach, Kühlschrank. Oh. Achso. Fliegen wir da jetzt erstmal zur Base? Ja, oder da kann ich das Essen gleich noch drin lassen. So. Fick mal los. Ist jetzt. Moment. Ich hab doch nur gesagt, dass ich sitze. Weil ich sag nicht, dass wir sitzen. Weil ansonsten. Ja. Das hatten wir ja schon mal. Ja. Die Sonne geht auf. Das ist schön. Die Sonne geht auf. Oder das geht die Winde? Die geht auf, oder? Werden wir sehen. Wenn es dunkel wird, dann wird es nachts. Nacht. Ja. Weil ein Abend ist mit mehr Dunkelheit zu rechnen. Echt jetzt? Ja, hat der Wetterbericht gesagt. Und die Vögel fliegen tief, wenn wir selber fliegen. Krass. Ja. Die Base war ja direkt nach Hause, direkt geradeaus. Musst mal, wenn's im Flugzeug sitzt, ja, und du siehst irgendwo einen Vogel, musst du immer sagen, guck mal, die Vögel fliegen tief, wir kriegen schlechtes Wetter. Im Flugzeug bin ich noch nie geflogen, nur mit einem Hubschrauber. Ich auch, und das war so ein Rundflug. Das also, saß ich neben Piloten, das war total geil. Ich bin eigentlich noch nie geflogen. Nur auf der Fresse. das hat wohl jeder schon mal geschafft. Ja, und das nicht nur einmal. Oh ja. Na gut, der Flug ist ja immer nicht so schlimm, aber die Landung. Oh ja, an der Landung muss man teilweise echt noch arbeiten. So. Guck ich mal, was wir noch an Material haben. Ja, hier mal noch ein paar Kobalt rausnehmen und das in der Base noch verarbeiten lassen. Ich kann auch hier unten lang laufen. Ich gehe mal schnell los und gucke mal hier wegen Wasser, Sauerstoff. Achso, jo. Wasserstoff. Und Wasserstoff und Datiumerz haben wir doch hier noch. Ja? Ja. Ja, in irgendeinem Container haben wir. 3000. No? Aber Erz, 3000 nur, Erz. Müssen wir haben. Ja, aber das wird auch 1 zu 2 umgewandelt. Haben wir viel Sauerstoff? Oh, 129 Wasserstoffflaschen. So gut, dann stell gleich Dingens her. Oh, 257 mal Wasser. Und das war nur aus den einen. Aus den anderen sind auch nochmal 129. Oh, wir haben 258. Das ist schön. Nur ich habe die Energie. Wir brauchen aber auch eine Menge Fusions. Ich habe nur die Energiezellen vergessen. Das ist schlecht. Ja, kann ich auch nochmal loslatschen. Ist ja auch nicht so schlimm. Lups, ich fliege! Auf die Gusch. Nein, diesmal nicht. Ach mein Titio. Haben wir Silizium? Keine Ahnung. Ah, doch, da. Müssen wir haben. Was sollte ich herstellen? Santa ist dran, okay. Geh ich an den anderen. Hier sind schon 9 drin. Jetzt haben wir 267. Was wolltest du herstellen? Fusionszellen brauchen wir. In welchen Kategorien sind die? Ja, ne? Och ne, jetzt sag nicht, uns fehlt so ein kleiner Krümel Silizium, ey. Wo waren die Fusionszellen? Ja, die musst du doch herstellen. Ja, wo? Flugspule? Na, im Konstruktor oder wie das hieß, ja. Genau, Konstruktor hieß es. Konstrukteur. Stromspule, meine Güte. Du in deinem Dingens noch Silizium drin? Wir wollten doch noch so einen Sauerstoff, einen Wasserstoff. Was habe ich? Ob du da noch Silizium drin hast? Wo? In deinem Konstruktor. Eisen? Nee, glaube nicht. Nein. Das war so klar. Ah, doch, Siliziumbomben. Hab ich. Warum? Wie viele? 484.
Oh, lass mich mal kurz dran. Lass mich mal kurz dran. Schnell, bitte, bitte, warum? Bitte. Schnell, schnell. Ich gehe an den anderen. Weil ich was brauche. Edition, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Habe ich das überhaupt erforscht? Ich müsste aber alles erforscht haben. Wo ist es denn? Ja, ein Konstruktor drin. Ach, ah, da. Augen auf. Ich hab da geschlossene Augen. Sieht die Welt viel schöner aus. Warte mal, ich geh. Dunkel, ne? Was? Oh. Oh, wir sind schon mal da. Folgen hinter. Rätsch mal rum, Röhrel. Warten. Ja. Was habe ich denn da? Was? Wasserstoff? Okay, danke. Wir sind auch schon auf Folgen. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann macht schon wieder aufhören. Zeit ist vorbei. Ja, nee, du hast ja anmoderiert. Oh. Na, wer denn nun? Ja, du. Ich? Ja. Nee, du. Ich? Weiß ich auch nicht. Oder? Oh? Ich weiß es auch nicht mehr. Du warst, oder? Nee, ich war's. Du warst. Ist doch Wayne. Ja, ich war's. Ja, dann mach du. Ach, ich muss ja jetzt so abmoderieren, ne? Ja. Ihr habt's gehört, liebe Leute, Roro will aufhören. Ich soll abmoderieren, ne? Ich kann da nichts dafür. Ich werde bitte an Roro richten. Das war's mit heute, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Daumen da wird alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.